Ja, sehr geehrter Herr Präsident Zalewski und aus alter Gewohnheit Herr Ibel, auch Ihnen herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben es gesagt, das Ministerium für Bauen gibt es jetzt seit Dezember, aber wir haben schon so oft uns getroffen, dass ich das Gefühl habe, wir sind schon eine ganze Wegstrecke miteinander gegangen und in der Tat, das waren turbulente 100, wie viele Tage haben Sie gesagt? Ich habe aufgehört zu zählen jedenfalls. Steht natürlich ein großes Fragezeichen im Raum. Diese Bundesregierung, aber ich habe vergessen, zwei sehr wichtige Männer zu begrüßen. Zum einen freue ich mich sehr, dass Herr Lutschak von der CDU hier ist, der baupolitische Sprecher, und auch Bernhard Dahlrup von der SPD-Fraktion. Insofern haben wir die größte Opposition und die größte Regierungsfraktion an unserer Seite. Das kann erstmal nicht schaden. Herr Fürst von der FDP und die anderen Kollegen hatten sich auch noch angemeldet. Die Frage, die jetzt diskutiert wird, die 400.000 Wohnungen, die dieses Ministerium ermöglichen soll, davon 100.000 Sozialwohnungen, das war, als wir uns im Dezember gegründet haben als Bundesregierung, ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Jetzt, Sie haben es erwähnt, wir haben nicht nur die Corona-Krise, wir haben nicht nur auch noch die Klimaherausforderungen, sondern jetzt haben wir auch noch Krieg in Europa. Das heißt, eine Herausforderung, die schon im Dezember sehr ambitioniert war, ist jetzt eigentlich noch ambitionierter. Und jetzt gibt es ja Verbände der Wohnungswirtschaft, die sagen, es ist so ambitioniert, das wird dann Frau Geiwitz nicht hinkriegen oder das Bauministerium kriegt es nicht hin oder die Bauwirtschaft. Jedenfalls ist es sehr unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Verbände in der Wohnungswirtschaft, die sagen, tja, aber eigentlich bräuchten wir nicht 400.000 Wohnungen jährlich, sondern 550.000 Wohnungen. Das widerspricht sich natürlich auf den ersten Blick ein bisschen, stimmt aber trotzdem beides. Es ist schwieriger geworden, aber es ist gleichzeitig auch notwendiger geworden. Jetzt könnte man sagen, angesichts dieser Rahmenbedingungen geht man gleich nach Hause und ist traurig oder klagt. Das fand ich übrigens gar keine Klagen von dem Präsident Zalewski, sondern er hat wichtige Punkte angesprochen. Nämlich wichtige Punkte, um diese scheinbar widersprüchlichen Fakten zusammenzubringen. Weil der Bedarf ist ja nach wie vor vorhanden. Deswegen habe ich mich auch A gefreut, dass Ihr Verband Mitglied im Bündnis ist und dass wir eine Bündnisvereinbarung unterzeichnet haben, wo sich ganz unterschiedliche Verbände zusammengetan haben und gesagt haben, wir wissen ganz genau, wie schwierig das ist, aber trotzdem machen wir uns auf den Weg. Und das ist ja auch das Motto Ihrer Veranstaltung, Fortschritt wagen. Sie haben ja auch nicht gesagt, alles so kompliziert heutzutage und es wird nicht besser, sondern Sie haben gesagt, wir müssen Fortschritt wagen. Wir haben große Herausforderungen vor uns. Und ganz ehrlich, ich empfinde als jemand, der aus einer Region kommt, die ja Jahre unter Wegzug gelitten hat, ist eigentlich als ein großartiges Zeichen, dass wir in einer Situation sind, wo Sie sagen, ja, der Wohnungsmarkt ist angespannt. Das ist doch aber das Zeichen, dass Deutschland ein attraktives Land ist. Viele Menschen, die Sie gefragt werden, wo willst du hinziehen, die innerhalb der Europäischen Union Freizügigkeit haben, die sagen, ich will mein Glück suchen in Deutschland. Und das ist etwas, was ein guter Ausweis für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist, gerade vor den demografischen Herausforderungen. Ich weiß noch, wie es dazu kam, dass dieses Bauministerium, was es jetzt glücklicherweise wieder gibt, abgeschafft wurde. Dass man Anfang der 90er sagte, ach Deutschland, nach dem Bauboom der Nachwendezeit ist im Prinzip fertig gebaut. Ja, da wird nicht mehr viel zugebaut werden müssen. Wir haben eine demografische Entwicklung, die voraussagt, wir sind unter 80 Millionen irgendwann. Und da sind wir froh, wenn die Bestände, die da sind, einigermaßen ausgelastet sind. Das hat dann zu der Fehlentwicklung geführt, dass man gesagt hat, ein Bauministerium braucht man eigentlich nicht mehr. Man hat auch gesagt, sozialer Wohnungsbau braucht man eigentlich auch nicht so. Das reguliert sich von alleine. Und das ist natürlich ein fataler Fehler gewesen. Man muss auch sagen, an der durchaus die Sozialdemokratie beteiligt war, weil das ist immer in der Republik eine große Aufgabe des Staates gewesen, für Wohnungsbau zu sorgen und für bezahlbaren Wohnungsbau. Nicht nur in der Nachkriegszeit, sondern auch in den 70er, 80ern. Und da gab es immer zwei große Elemente, die das finanziert haben. Das eine war der soziale Wohnungsbau. Wir hatten mal in der Republik 2 Millionen Sozialwohnungen. Das hat auch die ganze Frage um Bremsen, Deckel und anderes sehr entspannt. Und wir sind jetzt runter auf 1 Million. Und das macht natürlich was mit dem Wohnungsmarkt. Und das ist
einer der Schwerpunkte dieser Bundesregierung, dass wir da die Umkehr schaffen, dass wir nicht mehr nach unten gehen mit den Sozialwohnungen, sondern wieder nach oben. Und Sie hatten die Verlässlichkeit angesprochen der Finanzierung. Wir haben jetzt eine mittelfristige Finanzplanung in meinem Haus mit dem Finanzministerium verabredet, was 14,5 Milliarden, das ist selbst für den Baubereich sehr viel, zur Verfügung stellt für sozialen Wohnungsbau bis 2026. Und das Zweite ist, die Älteren werden sich noch erinnern, gab es früher eine Eigenheimzulage, dann gab es ein Baukindergeld und wir arbeiten intensiv an einer anderen Möglichkeit, wie man Eigentum bilden kann. Aber das hatte auch immer zwei Merkmale. Das eine ist, hat die Frage gestellt, A, Antragsteller, wie viel Geld verdienst du und B, wie viele Kinder hast du zum Beispiel. Das waren soziale Kriterien. Und die KfW-Förderung war angesprochen. Die KfW-Förderung war eigentlich ursprünglich eine Technikeinführungsförderung. Da ging es um neue Heizungssorten, andere Formen von Dämmung. Es ging um eine Technikförderung, hatte aber einen ganz kleinen, ursprünglich eine ganz kleine Bedeutung. Und dann hat sich das ausgewachsen zu einem allgemeinen Baukostenzuschuss. Und man muss einfach sagen, Deutschland ist ein sehr großes Land und in Deutschland wird trotz der hohen Preise im Bereich von Wohngebäuden, aber auch von Nichtwohngebäuden extrem viel gebaut. Und wenn wir dann eine Förderung haben, die von der letzten Regierung sehr breit angelegt wurde, nämlich jeder kann sie beantragen und ist auch im Gegensatz zum sozialen Wohnungsbau total egal, was dann die Zielmiete ist, dann ist das natürlich aus Sicht der Projektentwickler extrem attraktiv. Aber es hat natürlich auch ganz klar dazu geführt, dass egal wie groß der Topf war, er innerhalb von weniger Zeit dann auch überbucht war. Das heißt, diese Regierung muss zwingend die BEG-Förderung neu aufsetzen. Da sind wir gerade dabei, zum 01.01.2023. Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie schaffen wir es mit dieser BEG-Förderung wirklich auch den Bautrend der Zukunft abzubilden. Ich meine, dass schön gebaut wird in Deutschland, schön gebaut werden kann, das sieht man hier, glaube ich, in diesem Objekt. Aber wir haben momentan natürlich durch die Fokussierung auf diese Energieeffizienz, auf die EK-Klasse 55, auf die EH-Klasse 40, einen ganz starken Fokus auf die Frage, wie viel Energie verbraucht eigentlich das Haus, wenn es dann irgendwann mal fertig ist und da steht. So. Aus meiner Sicht fragen wir aber nicht, wie viel Energie braucht es denn eigentlich, um dieses Haus so herzustellen. Und man muss ja beides miteinander bedenken. Und deswegen ist unser Ziel, das Bauministerium ist ja auch in Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium, was ja die BEG-Förderung verantworten muss, wie wir es schaffen, einen breiteren Ansatz zu haben bei der Förderung, bei der Frage, was ist denn wirklich nachhaltig? Und bei dieser Neuausgerichtung wollen wir schauen, dass A, die Lebenszyklusanalyse eine Rolle spielt und zweitens natürlich auch die Frage eine Rolle spielt, mit welchen Baumaterialien arbeiten wir und mit welchen nicht. Weil ich glaube, dass der Ansatz, den Sie auch eingefordert haben, einer prinzipiellen Technologieoffenheit sehr sinnvoll ist, weil er zum einen uns ermöglicht, dass wirklich unterschiedliche Architekten, unterschiedliche Ingenieure spannende eigene Lösungen finden. Und man muss es ja auch sagen, wir haben momentan eine Entwicklung bei den Baustoffen, die nicht mehr kalkulierbar ist. Unser Ministerium hat darauf reagiert sehr schnell und hat eine Stoffpreisgleitklausel, ich habe dieses sofort so oft geübt, aber es ist immer noch tricky, also eine Preisklausel für Stoffe eingearbeitet und ermöglicht, dass man quasi, selbst wenn man Festpreise verabredet hat, dann auch nochmal nachverhandeln kann. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Beitrag. Ich glaube, dass wir auch den Bauherren dadurch, dass wir eine Materialoffenheit, eine Technikoffenheit stärker als bisher auch in unsere Förderung implementieren, die Möglichkeit geben, auch noch in der Planungs- und Bauphase darauf zu reagieren, dass sich einzelne Baustoffe wirklich in ihrer Preisentwicklung ganz dramatisch von der eigentlichen Prognose unterscheiden. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir zusammen mit dem Wirtschaftsministerium ab 01.01.2023 konzipieren wollen. Vielleicht einen Punkt, den Sie auch angesprochen haben, die Frage der Fristverlängerung bei der KfW-Förderung. Ich habe diese Anregung Ihres Verbandes aufgenommen, bin da auch schon in Gesprächen mit der KfW. Das sind ja alles juristisch heikle Vorgänge, deswegen kann ich Ihnen jetzt noch keine Zusage machen. Ich kann Ihnen aber sagen, das Bauministerium kann Ihre Argumentation nachvollziehen und wird sich gegenüber der KfW dafür einsetzen, dass das auch möglich gemacht werden kann.
Ein Punkt, der natürlich bei der Frage die Rolle spielt, schaffen wir das mit den 400.000 Wohnungen, ist das eine, dass wir in der Lage sein müssen, den Bauüberhang von fast 800.000 Wohnungen schnell abzubauen. Das liegt natürlich jetzt gerade auch an den Ressourcen, die vorhanden sind oder eben halt auch nicht vorhanden sind, zeigt aber, dass es nach wie vor einen ungebrochenen Nachfragebedarf gibt an zusätzlichen Wohnungen. Es gibt genug Interessenten für Projekte. Auch letztes Jahr ist die Anzahl der neuen Baugenehmigungen bei 320.000 gewesen, der Bau über fast 800.000. Ich glaube, das ist schon mal ein großes Potenzial und wir müssen natürlich schauen, wie wir weitere Potenziale erschließen können. Mein Bauhaus hatte dazu eine Potenzialflächenuntersuchung in Auftrag gegeben und das Ergebnis war überraschend positiv. Das Ergebnis war, dass es durchaus noch ein Potenzial gibt für 400.000 Wohnungen in durchaus auch den Innenstadtlagen, wenn wir einige Stellschrauben anders stellen als bisher. Sie haben die TA Lärm angesprochen und haben gesagt, warum ist eigentlich Verkehrslärm in Deutschland privilegiert? Also für alle, die das nicht jeden Tag machen, es ist durchaus möglich, dass man an einer Autobahn wohnt mit einer Passivschallschutz im Fenster, auch rund um die Flughäfen. Aber wenn der gleiche Lärm halt von einem Schmied oder einem anderen Gewerbe käme, muss man das Fenster aufmachen und einen Meter Entfernung des Hauses messen, wie laut das ist. So, in der Tat, das scheint erstmal unlogisch, hat aber seinen Hintergrund. Also in den 50er Jahren, als die Republik wieder aufgebaut wurde, da hatte man natürlich mit Blick auf die Baukultur der Vergangenheit das Bedürfnis, dass gerade die preiswerten Quartiere gesunde Quartiere sind. Das heißt, dass da Luft an die Häuser kommt, dass die Menschen Platz haben um sich herum und dass sie auch nicht belastet werden von dem Industrielärm. Und das ist ja nicht der Lärm, den wir heute haben, sondern wir hatten damals die Stahlhütten, wir hatten die Kohleindustrie, wir hatten richtig viel Lärm und Schmutz. Und damals, gemäß der Charta von Athen, hat man gesagt, wir trennen den Ort des Lebens und da ist der Ort des Arbeitens. Das heißt, es entstanden reine Gewerbegebiete und reine Wohngebiete. Und dazwischen hat man so eine schöne, liebliche innerstädtische Erschließungsstraße gebaut. Und die musste man natürlich zulassen, sonst hätte das ja alles nicht funktioniert. Die Leute wären ja nicht auf Arbeit gekommen. Und aus der Zeit kommt sozusagen die Tradition, dass Verkehrslärm privilegiert ist und weggedämmt werden kann praktisch und der Gewerbelärm halt ganz, ganz restriktiv ist. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode schon zusammen versucht, gerade was Clubs in Berlin anbelangt, da eine Lösung zu finden und werden auch jetzt im Bereich des bezahlbaren Bauens schauen, was wir mit der TA Lärm machen können, weil wir da ran müssen, wenn wir zur 15-Minuten-Stadt kommen wollen, wo wir hinlaufen können zu unserem Ort der Arbeit, aber auch zum Ort des Gewerbes, zu anderen Dienstleistungen, müssen wir die TA Lärm anders gestalten, als das bisher der Fall ist. Und ein zweiter Punkt ist natürlich Baudichte. In den 50ern wollte man Luft zu den Menschen bringen, Licht zu den Menschen, wollte raus aus diesen Berliner Mietskasernen, den ungesunden Lebensverhältnissen und hat gesagt, wir dürfen die Quartiere nicht mehr so dicht bebauen, wie das die Generationen vor uns gemacht haben. Und wenn Sie mal einen schönen Stadtspaziergang machen in unseren historischen Innenstädten, in den Gründerzeitvierteln, in den ganz alten Stadtteilen, werden Sie feststellen, die sind viel dichter bebaut als das, was da in den 50er und 60er Jahren passiert ist. Und auch das müssen wir, das wurde in der letzten Legislaturperiode teilweise schon angefangen, aber auch das müssen wir nachdenken und dann kommen wir zur Frage Nachverdichtung. Jeder sagt immer, Nachverdichtung ist immer besser als auf der grünen Wiese und dann wird es aber praktisch sehr schwierig. Und deswegen habe ich auch im Bündnis für bezahlbares Bauen die Länder mit eingeladen, weil vieles, was wir jetzt diskutieren können, nur die Länder ändern. Zum Beispiel Stellplatzsatzung. Ja, super. Ja. Stellplatzsatzung gibt es in einigen Ländern gar nicht mehr die Vorschrift, in Hamburg zum Beispiel, in Berlin glaube ich auch nicht. Aber es gibt Bundesländer, die sagen immer noch, wenn du da was nachverdichtest, dann müssten für diese Wohner auch Stellplätze geschaffen werden. Und dann hat man vielleicht den Platz in der zweiten Reihe, um da noch ein Haus hinzusetzen, aber kein Platz für die Stellplätze, geht also nicht. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo wir nicht nur über Wärmewende im Baubereich reden, sondern auch über Verkehrswende, ein anachronistischer Zustand. Man könnte das Gleiche natürlich auch mit einem Mobilitätskonzept erledigen, wo entweder die Mieter sagen, ich habe kein Auto und verpflichte mich auch 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre keins zu haben, oder wo der Projektentwickler sagt, ihr kriegt einen Freifahrtschein für einen ÖPNV, 5 Jahreskarten etc. pp. Immer noch billiger als ein Tiefgaragenstellplatz.
Und bei einer Sache müssen wir uns natürlich an die Nase fassen. Des Staates ist die Frage, wie schnell sind wir oder vielmehr, wie langsam sind wir. Ein Punkt, der auf jeden Fall kommen wird, ist die digitale Bauakte als Standard und die komplette Digitalisierung des ganzen Bau- und Planungsprozesses, auch unterstützt durch Mittel des Konjunkturprogrammes, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass man nicht mehr, wenn man so ein Bauamt besucht, erstmal große Flure hat mit dicken Akten, sondern wo die Kollegen dann auch in der Lage sind, schnell einen Überblick zu haben und die Prozesse auch schnell abzuarbeiten. Und das Zweite ist, es wurde auch hier extrem viel Personal eingespart. Wir hatten einen großen, wissen Sie selber, Überhang der Baukapazitäten Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und natürlich hatte man dasselbe Problem in den Bauverwaltungen, die man stark aufgebaut hatte und die dann auch unterausgelastet waren. Die öffentliche Hand hatte massive Finanzierungsprobleme und hat Personal gespart. Und da müssen wir in Zusammenarbeit mit den Ländern ganz dringend, herzlich willkommen, Herr Fürst. Jetzt ist auch die liberale Seite vertreten. Wir haben vorhin die Diskussion um das kommunale Vorkaufsrecht extra für Sie aufgehoben. Das können dann die Herren untereinander machen. Und jedenfalls, die Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt und natürlich brauchen wir mehr Personal in den Bauverwaltungen, in den Planungsverwaltungen. Und wir müssen auch die Bürgerbeteiligungsprozesse digitalisieren. Da haben wir mit Corona sehr gute Erfahrungen und das müssen wir auch in die Zukunft mitbringen. Und dann gibt es manchmal auch kleine Sachen. Also hier ist ja eine gewisse Brandenburger Bank auch vertreten, neben den vielen Hamburgern. In Brandenburg haben die was ganz Smartes gemacht. Da hat der Landesbauminister gesagt, also ein Baukostenzuschuss, das, was der Bund macht, KfW-Förderung, das ist extrem viel Geld, haben wir nicht. Aber was wir machen können, wir können den Dörfern und den kleinen Städten Geld geben, damit die ihre B-Pläne aktualisieren oder damit sie überhaupt erstmal einen Flächennutzungsplan aufstellen. Das kostet wenig, 1.000 Euro, hat aber eine gigantische Wirkung auf die Frage, wie lange braucht es eigentlich, wenn ich ein Projekt habe und da ist schon ein B-Plan oder ist kein B-Plan. Das heißt, Planungsförderung durch den Staat ist eine ganz, ganz große Unterstützung. Bin ich ein ganz großer Fan von, weil das minimaler Aufwand ist bei maximaler Wirkung. Ansonsten sind wir als Bauministerium in den letzten Jahren ja so eine Art Wanderpokal gewesen zwischen den Ministerien. Mein innigster Wunsch ist, dass wir jetzt mit diesem Bauministerium die gute und lange Tradition eines Bauministeriums in dieser Republik wiedergründen, dass wir eine feste Bank sind, auch für alle, die interessiert sind an preiswerten Wohnen und guten Bauen, auch an nachhaltigen Bauen, weil ich glaube, das kann auch ein Innovationstreiber sein für das moderne Bauen der Zukunft. Sie werden mich nie erleben, wo ich sage, du musst jetzt entweder preiswert bauen oder ökologisch. Wir müssen zwingend beides zusammendenken, weil es ja auch nicht sein kann, dass die Leute, die niedrigsten Mieten bezahlen, dann die höchsten Nebenkosten haben, weil wir da an den Standards sparen. Und das kann auch natürlich eine große Entwicklung, deswegen liegt mir das Thema Bauforschung auch sehr am Herzen, einen großen Entwicklungsschub geben in die Frage alternativer, nachhaltiger Baumaterialien. Ich bin mir nicht sicher, dass unsere Enkelkinder uns mal sehr dafür danken, dass wir dieses Styropor jetzt in diesen großen Mengen an die Häuser getan haben. Das wird sicherlich in 40, 50 Jahren beim Rückbau nicht so viel Spaß machen. Aber auch da gibt es schon Entwicklungen, wo man mit nachhaltigen Materialien anders dämmen kann, als das bisher der Fall ist. Und das zweite Thema, ein Innovationstreiber, den wir uns nicht aussuchen, den wir aber realisieren müssen, ist die Frage, wie können wir fachkräftesparend bauen? Sicherlich gibt es noch Potenzial für zusätzliche Fachkräfte. Ich denke mal, die Westbalkan-Regelung, die verlängert wird, ist wichtig für den Baubereich. Aber wir müssen uns nichts ausmachen. Wir stehen da in Konkurrenz, gerade vom demografischen Wandel, mit vielen anderen Wirtschaftsbereichen, die auch händeringend Fachkräfte suchen. Das heißt, das Bauen der Zukunft muss möglichst mit wenig Personal passieren. Da gibt es spannende Entwicklungen. Drohnen, die Wände anmalen und Estrichauslege, Roboter und anderes. Aber das ist natürlich noch bei weitem nicht der Standard. Und ich glaube, dass wir natürlich darüber reden, wie die Transformation der deutschen Wirtschaft passiert. Da wird der Staat sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Jetzt für die Transformation der Energieversorgung, weg vom billigen Gas aus Russland hin zu Eigenversorgung, was erstmal sehr, sehr viel Geld kosten wird. In anderen Bereichen, Wärmewende haben wir es angesprochen, Verkehrswende, Digitalisierung, werden wir für großen technischen Umwälzungen stehen.
Und ich glaube, dass auch der Baubereich in 10 Jahren anders bauen wird, als es heute der Fall ist. Und mein Wunsch ist, dass wir ganz deutlich machen, die Bauwirtschaft ist ein wesentlicher Teil der deutschen Wirtschaft. Und wenn wir über Transformationsförderung sprechen, muss auch die Förderung der Transformation der Wirtschaft in Material, Technik und Bauweise ein wesentlicher Bestandteil dieser Transformationsprozesse sein. Herzlichen Dank.